sie hat einen Biolandbetrieb mit Ammenkuhhaltung. Ganz wunderbare Bilder sind das da in Hasewinkel. Und sie ist die Vizepräsidentin von Bioland. Stefanie Strohdrees, herzlich willkommen. Ist es nicht herrlich, dass die Sonne scheint? Das tut gut. Das spüren wir alle. Das spürt ihr Berliner. Nach so vielen dunklen Regentagen, endlich haben wir die Sonne wieder. Aber wir haben dicke Jacken an, Mützen, Handschuhe. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich die Schweine fühlen, wenn sie jetzt raus dürfen? Die wollen auch in die Sonne und die Sonne spüren. Vielleicht in den Schneeresten mit ihrem ganz empfindlichen Rüssel ein bisschen wühlen. Sie wollen den Erdboden spüren, keine Betonspalten. Sie leben auch draußen und wollen alles empfinden. Oder habt ihr schon mal eine Schar Kälber gesehen, wenn sie rausgaloppiert bei den ersten Sonnenstrahlen? Tanja, du warst dabei, da ist richtig Party auf der Wiese. Das sind keine Bilderbuchszenen, liebe Demonstrierenden. Nein, das ist die Realität. Das ist das, was wir tagtäglich arbeiten für das Tierwohl. Denn es tut gut, Tiere zu sehen, die in der Natur leben können. Wühlende Schweine, Kühe, die noch frisches Gras fressen und scharrende Hühner. Es tut gut, doch das erleben nicht viele Landwirte und erst recht nicht viele Tiere. Liebe Demonstrierenden, wir brauchen unsere Nutztiere und genau deswegen müssen wir ihnen respektvoll entgegentreten. Das Land gehört den Tieren und die Tiere gehören zum Land. Kreislauf wird nirgends leichter ersichtlich. Die Tiere fressen das Gras und sie bringen ihren Dung und die wertvollen Nährstoffe zurück. Doch das müssen wir wahrnehmen und das ignorieren wir hier in Deutschland. Die Grundwasserbrunnen müssen geschlossen werden. Wir vergiften unsere eigene Umwelt, unsere Lebensgrundlage. Der Europäische Gerichtshof hat eine Klage gegen Deutschland eingereicht, weil wir uns nicht um unser Wasser kümmern. Herr Schmidt oder unser künftiger Landwirtschaftsminister, kümmern Sie sich um dieses dreckige Geschäft. So viele Tiere auf der Fläche führen zu Nitratproblemen. Die Tierzahl muss noch enger an die Fläche gebunden werden. Wir fordern die künftige Bundesregierung auf, Prämienzahlungen an einen niedrigeren Tiersatz pro Hektar zu binden. Liebe Bauern und Bäuerinnen, liebe Freundinnen und Freunde des guten Essens, ich stehe selten auf so einem Platz wie hier, umgeben von Tausenden von Menschen. Und es tut so gut, euch hier zu sehen. Das Bild, das nehmen wir Bauern mit in unsere tägliche Arbeit, in den Stall, auf den Acker. Die Landwirtschaft braucht uns alle. Landwirte, Tiere, Artenvielfalt und vor allem die Bodenfruchtbarkeit. Doch die Landwirtschaft braucht euch, euch als unsere Genießer. Gutes Fleisch, leckerer Käse, frische Milch erzeugen wir für euch. Danke für dieses Bündnis. Gemeinsam können wir die Zukunft in der Landwirtschaft schaffen.